herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Ich guck mal gerade nach dem Hans-Peter. Hallo? Ja, Herr Varuna. Ja, ich sehe schon, Sie haben immer noch Probleme hier. Nee, ich krieg das irgendwie nicht hin. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht. Also Ihr Traktor ist sehr merkwürdig. Ah, jetzt funktioniert's. Normal ist es B. Und dann kann man den hier ankuppeln. Aber irgendwie kann ich das bei Ihnen auch nicht. Ich guck mal, ob ich noch einen alten, noch einen Traktor auf Lager habe. Ja, vielleicht liegt's am Traktor. Halt. Ja? Ich entaste mal die Bäume da drüben ein bisschen für Sie. Ja, wo machen Sie das? Das kann ja nicht sein hier, dass der... Ich kenne mich nämlich mit den Birken kenne ich mich ziemlich gut aus. Da sägt man einfach hier die Äste weg und dann wird es schon. So. Ah, ich darf den Termin mit dem Bürgermeister nicht vergessen. Na. Rauscht es ordentlich, ey. So. Zack, die Walfi hier. Ich muss mir natürlich auch überlegen, was ich... Oh, ich muss auf die Uhr gucken, gell? Ich darf die Uhr nicht vergessen. Muss ich den Hans-Peter gerade mal Bescheid geben? Wo ist denn der? Oh, da ist ein Schmuckstück, hey. Herr Peter! Ja, ich habe noch einen gefunden. Ha, er ist aber der Beste von den Besten. Der ist er. Ist er schick. Oh ja. Den habe ich noch gefunden im Lager. Ja, im Lagerraum, wo die alten Traktoren und sowas stehen. Okay. Gut, dann fahren Sie mal rüber, gucken Sie mal, ob das geht. Ich hole noch die Seilwinde. Ja, das wäre vonnöten. Dann mache ich gerade hier noch einen Raum für den fertig. Und dann muss ich mich auf den Weg zum Bürgermeister machen. Sonst versetze ich den und wenn der dann sauer wird, dann kriege ich vielleicht die Parzelle nicht. Wissen Sie, weil ich, das geht ja schon ganz flott hier. So, gut. Ah, Herr Peter, Sie sind wieder da. Ja. Und? Ich probiere gerade. Gucken wir auch hier ins Handbuch. Nee. Jetzt kann ich hier gar keine Tasten mehr betätigen. Na, das ist sehr merkwürdig. Objekt zu schwer. Aber das ist Seilwinde. Nee, das ist komisch. Vielleicht haben wir hier ein Problem mit Kompatibilität. Ja. Da steht ja auch Attach Detach Object. Das funktioniert halt nicht. Okay. Es tut mir leid, wenn ich Sie jetzt alleine lassen muss. Ich habe Ihnen da zwei Bäume entastet. Es passt schon. Ja, dafür gebe ich Ihnen natürlich was. Nee, brauchen Sie nicht. Alles gut.
Das war ein Freundschaftsdienst. Doch, doch. Nein, ohne Witz. Also wenn sie mir dafür was geben, dann bin ich ihnen böse. Das ist jetzt mein voller Ernst. Dann würde ich bei ihnen nicht kaufen. Also, tschüss. Viel Erfolg noch. Ja, tschüss. Der hat mir jetzt wirklich 100 Euro überwiesen. Ja, nee, Quatsch. Das will ich nicht haben. Wenn der das macht, dann kündige ich ihm. So, jetzt müssen wir uns sputen. Ich habe kaum Zeit. Wir sind schon viel zu spät. Ich hoffe mal, dass der Bürgermeister nicht auf mich wartet. Der Baum, der liegt halt auch ungeschickt hier. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Wir bauen uns ein Imperium auf. Ich habe eine Idee. Ich mache ihm einen Vorschlag. Den kann er eigentlich nicht ablehnen. Oh Gott, Moment. Hallo, Herr Reinhardt. Hallo. Warten Sie mal, ich habe gerade hier gelesen. Ich muss mal gerade wenden. Ich habe nämlich den Herrn Schmidt gerade gesehen. Ich glaube, der ist irgendwie in den Fluss gefallen oder so. Was ist mit dem? Der ist, glaube ich, in den Fluss gefallen. Moment, ich habe den gerade gesehen auf der Seite. Oh. Gut, dass ich mein Bergungsfahrzeug heute mal mitten dran habe. Oh ja, der liegt hier. Moment, ich renne schnell zu ihm hin. Ja, schauen Sie mal, ob er bewusstlos ist oder nicht. Oh nein. Herr Schmidt! Moment, ich gehe zu ihm. Ja, machen Sie es. Bis gleich. Herr Schmidt! Herr Schmidt, kommen Sie raus hier! Herr Schmidt! Herr Reinhardt, ich krieg den nicht zu fassen. Kommen Sie auch mal her. Das ist, wissen Sie, beim Wald, diese Brücken, die nicht fertig sind, der ist da wohl drüber gefahren. Oh, scheiße. Herr Schmidt! Ich komme so schnell ich kann. Moment, ich probiere den von unten mal ein bisschen... Kommen Sie mit. Versuchen Sie ihn aus dem Fahrzeug raus. Ja, ich habe ihn schon. Kommen Sie mit. Okay. Kommen Sie. Ach, ich habe ihn gleich an Land. Jetzt. Ah, scheiße, dass ich das Polizeiauto nicht genommen habe. Herr Schmidt? Ich klopfe ihn mal gerade hier. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ihr Handy hat einen Notruf gesendet. Mein Auto. Ja, das ist unwichtig. Jetzt gucken wir erstmal nach Ihnen. Vor allem, Hauptsache Sie. Genau. Herr Reinhardt, Sie wissen, wo das ist? Ja. Gut, dann bis gleich, gell? Beim Händler die Straße in der Nähe. Genau. Da steht mein Auto, steht auch oben mit Warnblinker. Sehr vorbildlich. Ja, bleiben Sie hier liegen, gell, Herr Schmidt? Nicht wieder ins Wasser gehen. Kommen Sie noch ein bisschen nach oben. Ja, so ist gut. Da können Sie kurz sich ausruhen. Gehen Sie noch ein bisschen in den Schatten. Um 15 Uhr, da kann die Sonne runterbrezeln. Gut. Ich guck mal. Da ist keiner. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Bleiben Sie hier. Ich guck. Ich glaube, der hat viel Wasser geschluckt, Herr Reinhardt. Ja. Würgen ihn, also... Soll ich ihn würgen? Am Brustkorb würgen. Nee, es geht schon. Der atmet. Ich gehe gleich nochmal gucken. Ich glaube, da kommt einer. Auf den richtigen Weg. Ich glaube, da hinten kommt einer. Ah, falschen Gang geschaltet. Immer diese Schalterei in die falsche. Also wenn Sie bei meinem Auto sind, müssen Sie auf die andere Seite von dem Weg. Aber fahren Sie nicht auch über die Brücke? Diese Brücken sind nicht ganz. Ja, eben. So, Herr Schmidt. Herr Schmidt? Herr Schmidt? Ja. Machen Sie auf. Ja. So, alles gut bei Ihnen?
Ja, geht. Eieiei. Was haben sie denn gemacht? Wie sind sie denn da reingefahren? Ich glaube, ich bin von der Straße hier abgekommen und bin reingerutscht. Wie schnell waren sie denn? Ich weiß es nicht, aber... Tut ihnen irgendwas weh? Können sie alles bewegen? Versuchen sie mal aufzustehen? Ach, sie sind schon da. Ich habe sie gar nicht... Sie sind aber gefährlich hier. Sie kommen einfach dahin und keiner weiß was davon. Ja, geht. Geht so, okay. Ja. Wollen sie ein Krankenhaus? Ah, na, das passt schon. Okay. Aber ihr Auto ist hinüber. Das können sie jetzt erstmal vergessen. Das muss erst geborgen werden. Wem gehört denn das Auto eigentlich? Ja, dem Malu halt. Naja, okay, die sind versichert. Ja. Aber das Auto ist komplett Schrott. Ja, das hat einen Wasserschaden. Da muss man den Motor auseinandernehmen, das Getriebe wahrscheinlich trockenlegen. Neupreis ist günstiger. Alle Filter tauschen. Ja. Also. Und vor allem die Innenausstattung, die ist ja... Die ist ja völlig... Bei den neuen Autos digitale Technik kann man vergessen. Ich werde ordern, dass das Auto abgeschleppt wird. Vielen Dank. Bitte. Und ich glaube, ich hatte nicht mehr so viel Benzin drin. Fast gar nicht mehr. Das ist gut, sonst hätten wir ja noch eine Umweltkatastrophe. Ja. Aber ich hätte sowieso Bindemittel in meinem Auto. Okay. So, was machen wir jetzt? Herr Reinhardt, ich würde gerne mit Ihnen wirklich das dringend noch was besprechen. Sie wissen ja. Ich gehe ja sofort nach Hause. Okay, Sie können sich ja auch vielleicht auch abholen lassen. Ja, ich schau mal. Tschüss. Okay, tschüss. Wollen wir zur Parzelle fahren? Ja, treffen wir uns dann bei mir. Okay, wollen Sie Ihr Auto hinten aufladen? Verbrauchen Sie keinen Sprit? Na komm, die 2 Meter. Tschüss. Umweltfreundlichkeit ist das Wichtigste. Irgendwer hat bei uns auf dem Konto gerade getankt. Ja, aber ich muss ja dann auch wieder hierher kommen. Stimmt. Ja, also bis gleich. An der Parzelle. Aber ich muss sowieso noch zu einer Baustelle. So. Haben wir den Schmidt hier noch gerettet? Ey, was ist denn los? Das ist schon der zweite, den ich gerettet habe. Der Hofer war... der Hofer war hier im Harvester gehangen. Der Schmidt, der probiert sich zu ertränken. Also wirklich komisch. So. Ich weiß nicht, warum fährt denn der weiter? Der weiß gar nicht, wo die Parzelle ist. Hier, kommen Sie rein. Hier, da rein. Kommen Sie hier reinfahren. Jawohl. So, jetzt hat es. Oh. Jürgen, hallo? Jürgen, was ist denn los? Hallo? Ja? Mein Zug ist angekommen. Ist gut, ich habe gesehen, sind Sie, ach so, Sie sind so noch nicht da. Ich bin beim Händler jetzt. Ach so, das ist ja super. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass mein Zug angekommen ist. Na, perfekt. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ja? Ja, danke, gleichfalls. Gut, tschüss. Ja. So, Herr Reinhardt. Sie haben aber auch ein giftiges Auto. Tja, sehen Sie, das muss alles stimmig sein. Moment, ich mache mal gerade einen Blinker aus. Ah oh ja, nicht, dass die Batterie leer geht. So. Okay, also um das Grundstück handelt sich's. Ja, genau, um dieses Grundstück geht's. Warten Sie mal, da muss ich ganz kurz mal in meinem schlauen Tablet schauen, um was es geht. Und der Schmidt, okay, der läuft da hinten. Also, es ist im Prinzip von der Straße, also ja, das LU ist ja da hinten. Ja. Wenn Sie mal mitkommen, ist es so. Willst du ein bisschen schneller laufen? Gut. Oder halt geht immer bis zur Straße. Ja. Dann gibt es hier hinten. Warten Sie, lassen Sie mich noch mal. Ja, ich gucke auch mal gerade in den Grundbucheintrag. Den ist relativ hier ungefähr. Genau, ja. Und dann. Moment, warten Sie mal.
Ja. Das hört hier hinten auf. Hier hört's auf, haben Sie recht. Und dann gehen bisschen Bäume gehören halt noch dazu und dann ab diesem Weg hier hinten, ab diesem Busch im Prinzip wird die Linie wieder quer gezogen. Genau. Also so rum. Ja, genau. Das habe ich gesehen. Die Bäume hier, die gehören wohl noch dazu. So steht es im Ja, können. Grundbuchamt. Im Grundbuch. Okay. Also Sind es aber geht. leider geschützt, also die dürfen sie nicht fällen. Die Bäume hier. Wegen Umweltschutz. Okay. Ja, ist Also kein Problem. wegen der Luftreinhaltung, der Umwelt und so. Okay. Aber mit Bäumen ist schon mal ganz gut. Da würde ich nämlich. Da kommt mein nächstes Thema. Ja. Also, ich hatte jetzt schon einen Auftrag beim Sepp Hans als Ja. Förster. Also, ich musste da ein paar Bäume beseitigen aufgrund der Vergrößerung von dem Herrn Sepp. Das LU hatte mich dafür beauftragt. Dann habe ich gehört, der Herr Rasex hatte auch einen Auftrag, wo es auch um Baumfällung ging. Und Auf beim. Parzelle? Wie bitte? Um welche Parzelle? Um welche Oh, das Parzelle? weiß ich nicht. Kann das sein, dass das die beim Händler ist? Weil der hat irgendwas vom Bauhof gesagt. Das kann sein. Und dann eben genau, das ist das nächste beim Herrn Peter, da liegen auch lauter Bäume rum, aber irgendwie keiner fühlt sich beauftragt, hier die Bäume zu fällen. Ich finde es sowieso komisch, dass er sich das Grundstück unter den Nagel reißen konnte, um seinen Händler rum. Ohne dass er es im Grundbuchamt absetzen musste von der Steuer. Ist das Naja. so? Also, ohne dass er beim Grundbuchamt war, soweit ich weiß. Ich will Ach mich so, da nicht ich so weit weiß aus dem nicht, ob Fenster das vor ein lehnen. paar Wochen schon geregelt wurde, als der Herr Rasex dafür noch zuständig war. Keine Ahnung. Okay, Auf jeden also, Fall. aber das ist mein Gedanke ist jetzt, Sie brauchen einen Förster. Auf Einer, jeden der Fall. darauf achtet, dass die Tiere nicht zu Schaden kommen. Ja, also die Tiere da hinten im Wald, der Lebensraum soll natürlich erhalten bleiben. So, ich muss Der. mal den Reinhard anrufen. Ist das Ihr Ja? Telefon? Ja. Hallo. Hallo, Herr Reinhard. Ja. Sie wollten ja noch was wegen den Verkehrsleitkegeln. Ja. Was wollten Sie dann da für welche? 6x20, 6x30, 6x60. Ein paar Leitpylonen auch noch? Ja, ein bisschen, ein paar, so. Ich habe jetzt erstmal 6. Also 6x30? Oder was? Was wollten Ja, Sie? von allem 6. Also wir haben jetzt 20 km/h, 30 km/h, 60 km/h. Von allem 6. Okay. 1, 2, 2, 5, 6. Okay, würden Sie das machen, weil ich bin gerade im Verkaufsgespräch. Mach ich. Okay. Wann sind denn die endlich fertig hier? Ja. Ah, Herr Reinhardt, sind Sie fertig? Ja. Okay. Also mein Vorschlag wäre, dass ich Ihnen anbiete, durch meine zahlreichen Kenntnisse über Forstarbeiten, unter anderem jetzt seit kurzem auch mit dem Ponze, Scorpion King, dass ich Ihnen den Förster mache. Also dass die Gemeinde Schwatzing endlich mal einen Förster hat. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Was hatten Sie da so angedacht, so an Maschinen her? Was würden Sie sich da so kaufen? Ich meine, die Stadt besitzt zwar schon eine Forstmaschine, aber sie brauchen ja auch noch, beziehungsweise die ist nur gemietet, sehe ich gerade in unserem schlauen Buch. Sie brauchen ja noch Häcksler, Pflanzmaschine zum Beispiel, Stubbenfräse, obwohl die hat die Stadt Da auch. müsste ich mir mal Gedanken machen bis heute Abend und dann würde ich mich nochmal bei Ihnen melden. Sagen Sie mir, was Sie mir brauchen. Ja. Aber was rasten die da eigentlich gerade in der Gruppe aus? Tirol Beste. Also bleiben Sie Ihr bei der Sache. Fall? Ja. Ich Ich kümmere mich drum. Also, beziehungsweise Sie überlegen sich's. Und wegen überlege. der Parzelle,
zum Preis ohne dieses Grundbuch-Gedöns kann ich Ihnen jetzt schon sagen, nur mit kann ich Ihnen noch nicht sagen. Also die würde 67.536 ohne diesen ganzen Grundbuch-Schamott kosten. Und wie meinen Sie das mit den Fahrzeugen? Also mit den Geräten? Die würden halt die Stadt entweder subventionieren oder höhere Subventionierung für sie rausschlagen, weil sie ja für die Stadt Schwarzingen arbeiten. Ja. Und würden dann halt so lange benutzt werden, bis sie sich halt von ihrem Lohn raus sind. Okay, gut, das passt. Wie gesagt, ich melde mich dann später nochmal bei Ihnen. Ja, machen Sie. Und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Bis dann, tschüss. Also ich muss ganz schnell weg. Ja, tschüss. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao. Ciao.